Einen wunderschönen guten Tag. Heute werde ich mich mal darum bemühen, dass wir uns auch ein Bett bauen können. Und zwar haben wir ja den Schreibtisch jetzt schon gebaut. Und die Schreibtischplatten sind gleichzeitig auch die Bretter, womit wir dann unser Bett bauen. Jetzt habe ich vor, hier dran und gegenüber dort dran solche Winkel dran zu machen, damit wir dann dazwischen die Bretter legen können, damit wir hier eine ebene Fläche als Bett haben. Und damit fange ich jetzt mal an. Ich habe jetzt erstmal ausgemessen, wie hoch ich die Leisten an die Bretter machen muss, damit dann das Bett auch einigermaßen gerade ist und dass ich die Platten auch noch gut reinlegen kann. Jetzt werde ich mir die Profile hier vorbereiten, werde da Löcher reinbohren, dass ich die dann ganz einfach festschrauben kann. Sehr schön. Jetzt ist die erste Leiste fertig. Überall sind die Löcher drin. Die habe ich alle noch schön ein bisschen angesenkt, dass die Schraubenköpfe da gut drin liegen. Und jetzt muss ich das Ganze noch dreimal machen und dann kann ich es schon anbringen. Jetzt habe ich die Leisten soweit vorbereitet. Jetzt muss ich die nur noch hier in der Sitzbank und auf der anderen Seite festschrauben. Und dann können wir auch schon erst einen Test machen, ob die Schreibtischplatten auch darauf passen. So, die erste Leiste ist schon mal provisorisch dran. Sehr gut, die stört auch nicht beim Sitzen, da das Sitzpolster ein bisschen übersteht und die Beine eh weiter vorne stehen. Die Leisten sind jetzt angebracht. Jetzt können wir mal den ersten Test machen, ob das alles funktioniert. Ich packe jetzt mal unsere Schreibtischplatten drauf, Matratzen drauf und dann gucken wir mal, ob das ein schönes Bett geworden ist. So, Matratzen sind drin und jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie es aussieht. Das Rückenpolster liegt jetzt hier, da ist das, wo man nochmal drauf sitzt. Dann haben wir da hinten einmal das Polster, auch nochmal das Sitzpolster und das Lehnenpolster. Und jetzt haben wir hier ein schönes großes Bett.
So, mal der erste Test, ob es auch klappt. Oh, herrlich. So, das Bett ist fertig. Die Schreibtischplatten funktionieren also auch super als Bett. Ich werde jetzt nach getaner Arbeit eine Runde schlafen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.